I'm in the ghetto, ratatata. Ich fühle mich so in Amerika angekommen. Ja, ich weiß, was du meinst. So Small Town America. Das ist halt nicht weniger creepy macht, aber ja. Natürlich ist in gewisser Weise so ein Motel, hat es auch irgendwie was Mystisches und Verruchtes und Gruseliges an sich. Man kennt das ja aus den Horrorfilmen. Aber gerade das ist auch das, was mir so imponiert. Also ich den hier ausgepackt habe, sind wir schon längst wieder woanders. Ja. Deshalb ja, aber ich hast mir das du eigentlich in diesen riesen Dingen drin? Arme und Beine. Ey, wirklich? Wie viel wiegt das Gerät? Und ihr seid die Nächsten in dem Motel. Oh Gott. Und ich liebe alles, was mit Grusel zu tun hat und so mit Andersartigkeit und ja, irgendwie so mit Unvorhersehbarkeit auch. Ne? Also es ist einfach ein Abenteuer, danach schreit das. Und die Tür geht nicht auf! Oh mein Gott, wir sind da! Sie die nächste Seite. Oh Gott! Nein, nicht schon wieder! Also das ist mir hier alles ein bisschen zu gruselig. Okay. Ich fühle mich im Motel sehr wohl, weil ich eigentlich verdeckte Serienkillerin bin. Du bist verrückt. Ich dachte, ich disclose das jetzt mal. Also es ist schon so ein bisschen creepy, so ein Motel, muss ich schon sagen. Alone, Fragezeichen. I will never leave you, for no forsake you. Für mich ist es ja eine neue Situation, mit Coco zusammen alleine in einem Zimmer zu sein, weil ich ja bisher mich auch so ein bisschen an Ida und Selma einfach gewöhnt habe, so dadurch, dass wir von Tag 1 immer alles zusammen gemacht haben. Und Coco ist halt jetzt eine neue Person, an die ich mich gewöhnen muss. Und ja, sie ist deutlich besser mit der Situation zurechtgekommen als ich. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord. Your God, who goes with you, he will not leave you or forsake you. Was siehst du da? Die Bibel. Digga. Guck mal, hier steht, wenn du Gott brauchst, dann lies weiter. Und ich glaube nicht, dass du Gott brauchst, aber vielleicht brauchst du ein bisschen Hope. The Exodus, Chapter 1. Also generell nehme ich schon manchmal Leute gerne auf den Arm. Wenigstens, wenn du abgestochen wirst, kannst du zu Gott beten und dann weißt du auch, was du sagen musst. Also da habe ich nichts gegen einzuwenden, gegen so einen kleinen Scherz. Holy Bible. Schön. Wieso werde ich damit, die Bibel in den Dreck zu ziehen? Ich ziehe die Bibel nicht in den Dreck. Das ist voll gelogen. Dass ich aus der Bibel vorgelesen habe, war tatsächlich einfach, weil ich auch mal die Bibel lesen wollte, weil ich bin nicht getauft, ich bin weder katholisch noch evangelisch und mich hat es auch einfach, also wirklich ernsthaft interessiert, so was da drin steht. Und ich sag dir ehrlich, wie es ist, wenn ich heute Abend den Löffel abgebe, dann werde ich wahrscheinlich aus der Bibel vorlesen. Oh mein Gott, okay. Komm, ich will nicht in den Himmel. Okay. Ich will nicht in die Hölle. Das ist mir zu warm. Ich bin, ich bin ein bisschen verunsichert irgendwie, weil... Oh, das ist so cool. Ich habe meine einfach zu Hause gelassen. Oh, wie schön. Wie bitte? Paule Bade. Warum ist hier eine Bibel? Weil Amerika mostly Christian ist. Und ich finde das voll schön. Hier ist ein Licht aufgegangen. Leute, ich verlasse das Zimmer 2.0, ganz ehrlich. Oh Gott, voll einen Moment verstanden. Du hast doch eine Bibel in der Hand. Einmal so ein bisschen den Strom schlagen. Das war nicht ich, das war das Licht. Oh Gott. Oh mein Gott. Stopp, Leute, das kann nicht sein. Leute, was? Ey, ich bin so eine Scheiße. Ach, Mona, geh aus. Warum geht das nicht? Du liest die Bibel und auf einmal geht das Gerät von alleine an. Boah, ich habe dafür zu viele Horrorfilme geguckt. Ja, ich auch. Jetzt mit diesen. Es ist ja immer in so Motels. Ja. Na toll. So, und jetzt sind wir so alleine mäßig. Leute, Mama. Also ich bin ja eh so eine etwas paranoide Person und dann auf einmal macht sich die Klimaanlage selbstständig und dann dieser Funken mit der Lampe bei Anna und Mirella, also da habe ich echt ein bisschen ein komisches Gefühl im Bauch gehabt, aber es ist zum Glück sauber und ich weiß, wir sind hier sicher, aber so innerlich denkt man sich schon so, oh Gott, nicht, dass das hier im Horrorfilm-Szenario endet. Wir sind nur auf der Tourreise. Versprochen, wir sind so. Warte, nein, das sind doch Amerikaner. Hello. This is Anna, Katja, Mirella, and we're just on the. Ich war Goodbye, thank you. Zeit haben wir alles geklärt.